San. Tali, na. Wow, ein Z-Ring. Also hast du die Prüfung bestanden? Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gleich noch eine Prüfung für dich. Schau mal da hinten. Team Skull. Ich bin Frank. Du musst Zahn sein. Genau. Wir benutzen einfach eine Z-Attacke und töten das Pokémon. Jetzt kommt. Jetzt geht's richtig ab. Vorstand. Pikachu. Z. Kraft. Gigavolt Salve. Alter, was war das bitte für eine heftige Attacke? Respekt. Benimm. Ja. Unser nächstes Wiedersehen. Nicht so schnell. Warum kann ich nicht Pikachu behalten? Das ist mies. Also ganz ehrlich, ich erinnere mich noch an mein Lieblings-Pokémon-Spiel, Pokémon Platin. Da gab es nämlich noch die 2D, dass man 2D sehen konnte, also von der Seite so. Jetzt dieses 3D, ich find's nicht so berauschend. Meiner Meinung nach ist das gar nicht mehr das Pokémon, was man mal gehabt hat. Außerdem, die Spiele sind viel zu einfach geworden in der letzten Zeit.
Ja, die wird nämlich am 23.11. rauskommen. Ja, 2016. Ich bin ein bisschen erkältet, also. Ja. Pokémobilfunk. Ach, damit kann man Tauros rufen. Ja, das ist nämlich auch eine neue Neuheit von Pokémon Sonne und Mond. Nämlich gibt es nicht mehr diese normalen Zertrümmerer-Attacken oder Fliegen, sondern man kann diese Pokémon rufen und diese setzen dann diese Attacken ein. Und man muss es keinem Pokémon beibringen, wie es sonst immer war. Das finde ich aber, ich meine, das ist ein Vorteil, aber auch ein Nachteil. Nämlich heißt das, dass man Surfer zum Beispiel oder Fliegen Pokémon nicht mehr beibringen kann. Und deswegen. Und deswegen im Kampf auch kein Fliegen benutzen kann. Yeah. Tauros werden wir gleich rufen, aber erstmal. Ja, ich möchte da oben hin. Denn noch ist das Spiel nicht vorbei. Nee. Man könnte hier nämlich noch Trainer herausfordern, aber. Und guck mal, wie der aussieht. So richtig scheiße. Hier könnte man noch Pokémon-Fang-Herausforderungen machen. Aber wisst ihr was? Ich habe keinen Bock darauf. Ich gehe mal in die Polizei mit einem Tauros. Als Snowball. In der Alola-Fang. Nämlich haben die Pokémon der ersten Region auch neues Aussehen bekommen. Diese Alola-Formen der Pokémon. Und ja. Dadurch haben sie neue Typen. Und neue Fähigkeiten und sowas. Und ja, eigentlich ist es alles, was man in dieser Demo spielen kann. Also würde ich sagen, mit. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich einen passenden Ort gefunden habe. Ach, ist der Sonnenuntergang nicht schön? Okay, die Sonne geht ja jetzt nicht unter, aber der Part ist zu Ende. Und Leute können sich sogar bewegen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, dann mit diesem Mann bin ich hier den Part. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Bleibt natürlich fit und gesund. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao. Ja, Leute, ich wollte eigentlich schon den Part beenden, aber ich habe diese Frau gefunden.
Und ja, mal gucken, ob ich noch was finde, was ich zum Schluss noch zeigen kann. Ja, Leute, ich habe hat das hier gerade noch gefunden. Ich wollte eigentlich nur hier lang gehen, aber wenn es hier noch ein paar Sachen gibt. Ach ja, jeden Tag, glaube ich, war das, wird in der Demo noch etwas hinzugefügt. Aber es sind nur so kleine Sachen, aber wenn ihr Lust habt. Dann könnt ihr jeden Tag mal was Neues sehen. Ich glaube, man muss sich immer mit dem Internet verbinden und. Aber es gibt was Neues. Jeden Tag, glaube ich, oder? Aber das ist nicht der letzte Stand. Also, es wird definitiv noch neuere Sachen geben. Und, ja. Dann nächste Runde. So, und ich habe noch ein kleines Feature gefunden. Zwölf Jahre. Obwohl es eigentlich ja gar nicht stimmt, zwölf Jahre. Aber ich hab's trotzdem gezeigt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao!